Ja, und hier möchte ich nochmal den Reinfahren zum Abschluss zeigen. Reinfahren, ausdauernd krautige Pflanze, geht immer wieder im Frühling raus. Und wie ihr seht, voll mit Wildbienen. Ganz tolle Nummer. Zum Abschluss zeige ich euch noch, wo man Hummeln umsiedeln kann. Wenn die bei einem Kunde an der falschen Ecke nisten. Zum Beispiel der Bagger hebt gerade das arme Hummelnest aus. Dann werde ich angerufen und muss sie an Bergen. Ich mache mal das eine auf, das sind zwei Hummelnester nebeneinander. Das sieht etwas wild aus. Man muss allerdings dann tatsächlich immer, wenn man vor Ort ist, sich halt irgendwas Kluges ausdenken. Man kann natürlich jetzt auch diese Hummelhäuser kaufen. Ich persönlich halte davon jetzt nicht so viel, weil Natur ist halt schon, sag ich mal, breit gefächert und auch irgendwelche Waschbetonplatten sind hier absolut dienlich. Da muss ich nicht irgendwas kaufen, wo extra für das produziert worden ist. Das hier sind jetzt nicht die Terrestris, gegenüber sind die Terrestris-Hummeln. Das hier sind die Ackerhummeln. Und ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch leben. Also es sieht aus wie ein Vogelnest immer. Und die Hummeln, die leben in diesen Ballen. Und wenn ich die jetzt umsiedeln tue bei einem Kunde oder sonst wo, dann ist natürlich mein oberstes Anliegen, das Nest komplett gesund zu bergen mit Königinnen und den Arbeitstieren, Arbeitshummeln. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Vogelnest. Ich mache mich dann Tour auf die Suche, was kann man den Tieren Gutes tun? Ein bisschen Erde, ein bisschen Laub, hier dieses getrocknete Moos. Und dann wird das Nest eingepflegt und die. Oh, da kommt eine. Ha. Ja, ich glaube, ich kann das Handy so hier nicht mit einer Hand halten, während ich hier das Nest abdecke. Also wir lassen das mal, aber so sieht halt ein Hummelnest aus. Unten drunter lebt es da drin. Ihr habt es ja gesehen, gerade eben ist eine Hummel auch da noch fröhlich rausgekommen. Interessant ist, ich habe die letztes Jahr dahin gesetzt und dieses Jahr können es ja nicht dieselben vom letzten Jahr sein. Das sind einfach neue Ackerhummeln ins alte Nest eingezogen. Die fanden das wohl toll, was ich hier gebaut habe. So, die machen wir dazu.